Gebete der heiligen Brigitta, Schlussgebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nimm an, o Jesus, dieses Gebet in jener überherrlichen Liebe, in welcher du alle Wunden deines heiligsten Leibes für uns getragen hast. Erbarme dich meiner und alle mit Sünde beladenen und verleihe allen gläubigen Seelen, den Lebendigen wie den Abgeschiedenen, Gnade, Verzeihung und das ewige Leben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unseren Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden und deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau. Zum Heile der Menschen gekreuzigt, nun im Himmel herrschend, erbarme dich unser. Sie öffnete ihre Hand dem Bedürftigen und streckte ihre Arme dem Notleidenden entgegen. Und aß ihr Brot, nicht müßig. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Deshalb hat Gott dich auf ewig gesegnet. Herr unser Gott, du hast der seligen Brigitta durch deinen eingeborenen Sohn himmlische Geheimnisse offenbart. Gib auf ihre fromme Fürbitte hin, dass wir, deine Diener, bei der Offenbarung deiner ewigen Herrlichkeit von jubelnder Freude erfüllt werden. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Schon lange hatte die heilige Brigitta den Herrn gebeten, ihr zu sagen, wie viele Streiche er in seinem bitteren Leiden empfangen habe. Eines Tages erschien der Heiland und sagte zu ihr: Ich habe an meinem Körper 5480 Streiche erhalten. Wenn du diese verehren willst, so bete 15 Vaterunser und 15 Ave Maria während eines Jahres jeden Tag und folgende Gebete dazu. Und er lehrte die heilige Brigitta die untenstehenden 15 Gebete. Dann sprach der Heiland noch: Wer diese Gebete während eines Jahres jeden Tag verrichtet, wird 15 Seelen aus seiner Verwandtschaft aus dem Fegefeuer erlösen. 15 Gerechte aus seiner Verwandtschaft werden die Gnade der Beharrlichkeit erlangen und 15 Sünder aus seiner Verwandtschaft werden sich bekehren. Die Person selbst, welche sie betet, wird die ersten Stufen der Vollkommenheit erreichen und 15 Tage vor ihrem Tode werde ihr meinen kostbaren Leib reichen, damit sie durch denselben vor dem ewigen Hunger bewahrt werde. Ich werde ihr mein kostbares Blut zum Trinken geben, um sie vor dem ewigen Durst zu bewahren. Bei ihrem Tode werde ich mit meiner vielgeliebten Mutter kommen und ihre Seele gnadenreich empfangen und sie in die ewigen Freuden einführen. Wer diese Gebete auch andere lehrt, dessen Freude und Verdienste werden in Ewigkeit dauern. An dem Ort, wo man diese Gebete verrichtet, ist Gott mit seiner Gnade gegenwärtig. Wenn jemand auch 30 Jahre in Todsünden dahingelebt hätte, sobald er andächtig diese Gebete verrichtet oder sich vornimmt, sie zu verrichten, wird der Herr ihm alle seine Sünden verzeihen und wird ihn gegen alle schlechten Versuchungen verteidigen. Er bewahrt seine 5 Sinne und bewahrt ihn vor einem jähen und unversehenden Tod und seine Seele vor der ewigen Verdammnis. Und alles, was er von Gott und der heiligen Jungfrau verlangt, wird er ihm gewähren. Wer diese Gebete auch andere lehrt, dessen Freude und Verdienste
werden in Ewigkeit dauern. An dem Ort, wo man diese Gebete verrichtet, ist Gott mit seiner Gnade gegenwärtig. All diese Vorzüge wurden der heiligen Brigitta versprochen durch den gekreuzigten Heiland an einem Kruzifix, das jetzt noch in der Kirche St. Paul in Rom verehrt wird. Diese Gebete wurden im Jahre 1740 von Pater Adrien Pavile als urapostolischer Missionar des Heiligen Landes veröffentlicht. Papst Pius IX. Bestätigte und empfahl sie, weil sie viel Gutes stiften zum Heil der Seelen. So wenig wie möglich soll man einen Tag verfehlen. Ist aber ein ernstes Hindernis vorhanden, dass man die Gebete absolut nicht beten kann, so verliert man die Gnaden, die daran geknüpft sind, nicht, wenn man nur 5480 Gebete im Jahre verrichtet. Man muss diese Gebete sehr andächtig verrichten, indem man an das denkt, was man sagt. Man kann dabei auch den Kreuzweg gehen. Empfehlung Papst Pius IX. Diese Gebete wurden einem Buch entnommen, das im Jahre 1740 in Toulouse erschien und vom Pater Adrien Pavile aus der Gesellschaft Jesu, apostolischer Missionar des Heiligen Landes, veröffentlicht wurde. Diese Veröffentlichung erfolgte unter Approbation, Erlaubnis und Empfehlung seitens der kirchlichen Behörden. Seine Heiligkeit, Papst Pius IX., kannte diese Gebete und approbierte sie am 31. Mai 1862, indem er sie als der Wahrheit entsprechend und zum großen Nutzen für das Heil der Seelen erachtete. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.